Die Kirche von Antiochien der Syrer ist eine katholische Ostkirche, das heißt eine jener Kirchen, die dem christlichen Orient angehören und ihre geistigen Reichtümer mit ihren Brüdern der orthodoxen Kirchen teilen, aber trotzdem in vollständiger Verbundenheit mit dem Papst leben. Ihre offiziellen liturgischen Sprachen sind das Syrische und das Arabische. Diese Kirche wird als Kirche von Antiochien bezeichnet, weil man in Antiochien, der Stadt, der sich der Apostel Peter und Paul besonders verbunden fühlten, die Jünger Jesu zum ersten Mal als Christen bezeichnete. Die Väter dieser Kirche sind der heilige Ignatius, Bischof von Antiochien, wobei dieser Titel traditionellerweise dem syrisch-katholischen Patriarchen zusteht, und der heilige Ephrem, den man gemeinhin als den Syrer bezeichnet. Der Ursprung dieser Kirche geht auf das Konzil von Chalcedon zurück, das vierte ökumenische Konzil der christlichen Kirche, das die Gegenwart von zwei Naturen, der menschlichen und der göttlichen, in Christus festlegt. Wie auch andere orientalische Gemeinden lehnt die Kirche von Antiochien der Syrer diese Übereinkunft des Konzils ab, da sie in Christus ausschließlich die göttliche Natur anerkennt. Daher kommt die monophysitische Häresie. Folglich trennt sich die Kirche von Rom, behält aber ihre Liturgie in syrischer Sprache und ihre antiken Traditionen bei, während die parallele Kirche griechischer Sprache im Laufe der Zeit den byzantinischen Ritus annimmt. Auf diese Weise entsteht die syrisch-orthodoxe Kirche antiochenischer Tradition. Diese Kirche beginnt nach der Weihe von Jakob Baradai im Jahre 543 zum Bischof von Edessa eine öffentliche Rolle zu spielen und eine besser organisierte kirchliche Struktur ins Leben zu rufen. Die Kontakte mit den Missionaren der Jesuiten und Kapuziner im 17. Jahrhundert führen anschließend zu einer Spaltung innerhalb der orthodoxen syrischen Kirche und haben das Entstehen der katholisch-syrischen Kirche zur Folge. So führt im Jahre 1662 der Einfluss der katholischen Missionare zur Wahl eines Bischofes, der die Vereinigung mit Rom als Vorteil betrachtet. Nach seinem Tod entstehen gewaltige Auseinandersetzungen, die zur Aufteilung der syrisch-katholischen Kirche in zwei Gemeinden führen, wovon eine mit Rom in Verbindung bleibt und im Jahre 1732 Michael Jarve, den Metropoliten von Aleppo, zu ihrem Patriarchen wählt. Ihm gelingt es, eine parallele Hierarchie ins Leben zu rufen. Bis zum Jahre 1929 liegt der Patriarchensitz der syrischen Katholiken in Aleppo im Norden Syriens. Aber die Einschränkungen der religiösen Freiheiten, die die ottomanische Regierung aufzwingt, bringt den syrisch-katholischen Patriarchen dazu, nach Mardin im Süden der Türkei zu übersiedeln. Später, nach einem Massaker durch die Ottomanen während des Ersten Weltkrieges, findet die syrisch-katholische Kirche im Libanon Zuflucht. Seit 1920 hat der katholische Patriarch der Syrer von Antiochien seinen Sitz in Beirut. Die Vikariate des Libanon, der Türkei und von Jerusalem unterstehen seiner Oberherrschaft. Andere Vikariate bestehen in verschiedenen Ländern der Welt. Sie stehen den Gläubigen der Diaspora zu Diensten, besonders in den Vereinigten Staaten. Die Kirche von Antiochien der Syrer umfasst rund 200.000 Gläubige. Diese Kirche ist im Heiligen Land durch das patriarchale Exarchat von Jerusalem vertreten, das 1890 entstand und zwei Pfarrgemeinden in Jerusalem und Bethlehem umfasst, sowie eine Pfarrgemeinde in Amman. Der Exarch hat seinen Sitz im Norden des Tors von Damaskus und trägt Sorge für eine Gemeinde von knapp 100 Familien, die in Jerusalem, Jaffa, Lod, Haifa und Bethlehem verstreut sind. Im Jahr 1985 hat die Gemeinde die neue Patriarchalkirche von Jerusalem eingeweiht, die dem heiligen Thomas geweiht ist, Apostel der Völker Syriens und Indiens. Aus historischen Gründen, die auf die Ottomanen zurückgeht, ist die syrisch-katholische Kirche in Israel eine der christlichen Gemeinden mit Zivilrecht. Die christlichen Gerichte dieser Gemeinde haben Gerichtsgewalt über zivile Staatsangelegenheiten wie Ehe und Scheidung. In den letzten Jahrzehnten sind immer engere ökumenische Verbündungen zwischen den beiden syrischen Kirchen, der orthodoxen und der katholischen, entstanden. Sie teilen die Zugehörigkeit zur antiochenischen Ritentradition, die Seelsorge und die gegenseitige Spendung dreier Sakramente, Taufe, Eucharistie und Krankensalbung. Am 23. Januar 2009, anlässlich der Audienz des neuen syrisch-katholischen Patriarchen von Antiochien, hat Benedikt XVI. Die Gläubigen dieser Kirche aufgerufen, ganz besonders im Heiligen Land, in Irak und im Libanon, den Frieden auszusäen. Thank you.
Es ist mein Wunsch, dass im Orient, aus dem die Verkündung des Evangeliums gekommen ist, die christlichen Gemeinschaften auch weiter im Anleben bleiben und ihren Glauben bezeugen, wie sie es seit Jahrhunderten getan haben. Gleichzeitig wünsche ich, dass allen, die sich andernorts niedergelassen haben, die entsprechende pastorale Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, damit sie in fruchtbarer Weise mit ihren religiösen Wurzeln verbunden bleiben können.